Unseren Platz 6 erkennt man allein schon an der großartigen Mundharmonika-Melodie. Gib her. Natürlich, die Rede ist von Sergio Leones Westernoper Spiel mir das Lied vom Tod. Ja, ja, spiel schön, Mundharmonika. Dann hältst du wenigstens das Maul. Ja, Jean-Luc Godard hat ja auch mal gesagt, dass der Western das cinematografischste aller Filmgenres ist. Und wenn man Spiel mir das Lied vom Tod sieht, dann könnte man eigentlich fast meinen, hier hat Leone eigentlich den Beweis dafür gedreht, dass genau das stimmt. Spiel mir das Lied vom Tod steht eigentlich über allem, was in diesem Western- oder Spaghetti-Western-Genre überhaupt steht. Das liegt bei Spiel mir das Lied vom Tod ja schon im Titel. Der Originaltitel ist Once Upon a Time in the West, also es war einmal im Westen. Das heißt also, diese Märchenwendung deutet darauf hin, dass er sozusagen einen Film nicht nur einen Western dreht, sondern auch einen Film über den Western. Also das ist ja generell für den Italo-Western kennzeichnend, dass es sozusagen eine revisionistische bzw. reflexive Form ist, mit dem Genre umzugehen. Was meinen Sie? Pass auf, jetzt! Sergio Leones Opus Magnum ist ein Wechselbad der Gefühle und eine Liebeserklärung an den amerikanischen Western. Dessen Mythen werden hier allerdings ebenso zerlegt wie zelebriert. Spiel mir das Lied vom Tod ist besonders, dass der sich halt radikal unterscheidet von diesen ganzen früheren amerikanischen Western. Er hat gemeinsam mit ihnen, dass es auch diese Landschaftsaufnahmen gibt, aber er ist halt, ist er dreckiger, aber nicht so wie die späteren Italo-Western, dass er nicht trotzdem schön ist. Er ist halt wunderschön in seiner Dreckigkeit und die Leute sind ungepflegt, unrasiert, haben teilweise schiefe Zähne. Ist da so ein neuer Authentizismus drin im Western. Gleichzeitig ist das aber alles völlig poetisch und völlig überhöht. Was ihn auch unglaublich besonders macht, ist natürlich die Inszenierung. Und das beste Beispiel dafür ist eigentlich schon diese reichlich 10-minütige Einstiegssequenz, die fast, ja, die im Prinzip komplett ohne Worte auskommt, wenn wir sehen, wie diese drei Outlaws auf einen der zentralen Figuren am Bahnhof warten und eigentlich nur in Form von Bildern und Stimmung und einigen Geräuschen eine unglaublich spannende Stimmung erzeugt wird. Keine dieser Figuren spricht miteinander und trotzdem bekommen wir aber halt von jedem so einen ganz persönlichen Eindruck, nur damit nach 10 Minuten diese Figuren mit einmal weggeknallt werden. Und das ist so eines dieser Merkmale, was den ganzen Film durchzieht. Dieses mit viel Geduld, dieses Hinauszögern von Gewalt, die dann mit einmal ganz plötzlich ausbricht. Und zieht diese Spannung eigentlich schon ins Unerträgliche, gerade in dieser Eingangssequenz, und das durchzieht auch diesen ganzen Film. Diese gewisse Langsamkeit, also auch dieses Betonen von ganz großen Gesten, also diese extremen Kameraeinstellungen auf diese Großaufnahmen von einfach nur Augen oder schwitzenden Gesichtern oder so. Das ist als alles sozusagen stilisiert zu einer in dem Falle fast opernhaften Künstlichkeit, was wiederum natürlich betont, dass wir uns nicht in einer wirklichen Welt bewegen, sondern in einer Legendenwelt. Na? Kann man noch einsteigen? Leone hatte ja vorher schon die Dollar-Trilogie mit Clint Eastwood gedreht und das ist jetzt sozusagen die Kulmination in gewisser Weise. Das heißt, es wird direkt von Amerika erzählt mit einem alten Western-Star, Henry Fonda sozusagen. Der hat ja bei John Ford früher dann auch in ganz klassischen Western mitgespielt und dann werden Themen genommen wie der Eisenbahnbau und dann halt nur so klassische Besiedlungs- und Zivilisationsgeschichten und
da wird dann halt sozusagen, geht dann halt Leone als moderner europäischer Filmemacher hin und gibt dem halt einen ganz anderen Dreh. Soll ich einem Mann trauen, der sich einen Gürtel umschnallt und außerdem Hosenträger trägt? Einem Mann, der noch nicht mal seinen eigenen Hosen vertraut? Eine der ganz großen Überraschungen, auch für damalige Zeit war wahrscheinlich, dass Henry Fonda, des Oberbösewicht Frank, völlig untypisch besetzt wurde natürlich, weil er wirklich eigentlich immer diesen aufrechten, guten Amerikaner gespielt hat. Und jetzt ist er zum ersten Mal als abgrundtief widerlicher, kaltblütiger Bösewicht zu sehen. Als er ans Set nach Italien gekommen ist, hatte er in Vorbereitung auf seine böse Rolle sich halt einen Bart wachsen lassen und hatte seine strahlend blauen Augen hinter braunen Kontaktlinsen versteckt, weil er gedacht hat, okay, wenn ich jetzt halt ruppig und grimmig aussehe, dann passt das besser. Und Sergio Leone hat aber gesagt, nein, nein, nimm das alles raus. Ich will deine strahlend blauen Augen und dein glattes Gesicht, weil das nochmal eine ganz andere Ausstrahlung hat, als wenn du jetzt halt einfach dieses typische Klischee bedienst. Ich würde nicht so viel darüber nachdenken. Unvergesslich wird der Film aber vor allem durch den großartigen Soundtrack von Ennio Morricone. Und vieles hängt auch dann wirklich in erster Linie für mich zumindest mit der Musik, mit dem fantastischen Score von Ennio Morricone zusammen, der für jede der zentralen Figuren in dem Film auch ein eigenes Thema entwickelt hat. Und die begleiten, diese Themen begleiten wirklich die Figuren und auch die Handlung durch den gesamten Film. Ich finde das Bemerkenswerte an den musikalischen Themen in Spiel mir das Lied vom Tod ist einfach, dass du allein schon anhand der Melodie so eine präzise Charakterisierung der einzelnen Personen bekommst. Also ich meine den namenlosen Fremden mit seiner Mundharmonika-Melodie. Das klingt schon immer so ein bisschen bedrohlich, das hat so was Geheimnisvolles. Dieses Mundharmonika-Thema, das ist ja zum beispielsweise ist ja nicht nur sehr eingängig, sondern hat auch etwas sehr Elegisches. Also das passt dann zu diesem Einsamkeits- und Rache-Motiv. Man hat auch gemerkt, dass Leone selbst viel Wert auf die Musik gelegt hat. Der Score war ja schon komplett fertig geschrieben, als der Dreh begann. Und dann wurde auch die Musik oftmals eingespielt, damit dann wirklich auch die Bewegungen und die Aktionen der Figuren, der handelnden Figuren, synchron zur Musik eingesetzt werden. Ennio Morricones Klänge entrücken das Ganze auch nochmal, weil das sind alles wunderschöne Melodien und gleichzeitig wird dann auf der Leinwand grausam gestorben. Und das ist ja auch nochmal besonderes, also das Western natürlich allgemein, aber im Italo-Western noch stärker, dass halt der Tod in der Darstellung nicht schön ist, aber dann in der Inszenierung plötzlich schön wird. Das ist natürlich auch in gewisser Weise so ein bisschen, nicht unbedingt religiös, aber spirituell überhöht und da passt natürlich auch dann diese Musik, diese sehr italienische Musik, also ist im Prinzip führt eine direkte Linie von Verdi zu Morricone. Der aber dann gleichzeitig auch, und das ist dann, hat er dann mit Leone gemeinsam, diese klassischen Elemente durch ganz moderne Teile dann ergänzt, was sozusagen dann auch ungewöhnliche Instrumentierung und wo dann Musik in Soundeffekte sozusagen übergeht. In dem Sinne ist das dann halt auch wieder modern. Von der ersten bis zur letzten Minute ist Spiel mir das Lied vom Tod einfach nur perfekt und immer wieder sehens- und hörenswert.